Es war der Morgen des 15. September 2021 und Mohammed Al-Kindi stand am Abgrund des großen Unbekannten. Er und sein Oman-Höhlenerkundungsteam befanden sich mitten in der Wüste, am äußersten östlichen Rand des Jemen, nahe der Grenze zu Oman, einem trostlosen Ort, weit entfernt von Städten oder Hauptstraßen. Als die Sonne aufging, spähten sie in ein riesiges Loch in der Erde, das an der Oberfläche etwa 30 Meter breit war und sich nach unten bis zu einer Tiefe von... Nun, niemand war sich sicher. Das Loch war als der Brunnen von Barhut bekannt. Und Al-Kindi und sein Team bereiteten einen Versuch vor, sich als Erster an seinem Grund abzuseilen. Um sie herum hatte sich eine große Gruppe von Ortsansässigen versammelt. Aber das waren nicht nur neugierige Zuschauer. Als Al-Kindi und sein Team ihre Ausrüstung aufbauten, baten die Ortsansässigen sie, ihre Expedition nicht durchzuführen. Einige in der Menge zitterten offen vor Angst. Ihre Besorgnis war verständlich. Die lokale Bevölkerung kennt den Brunnen von Barhut unter einem ganz anderen Namen. Für sie ist es der Brunnen der Hölle. Und die Legenden um diesen Spitznamen nehmen sie nicht auf die leichte Schulter. Tatsächlich halten es viele für ein Glück, überhaupt über den Brunnen zu sprechen. Laut Ortsansässigen ist der Brunnen ein Ort des ungeklärten Verschwindens, an dem sich Menschen einfach in Luft aufzulösen scheinen. Viele glauben, dass Gegenstände in der Nähe des Lochs tatsächlich eingesaugt werden können. Eine oft erzählte Geschichte berichtet von einem Hirten, der sein Baby in der Gegend spielen ließ, um später festzustellen, dass das Kind sofort verschwunden war, ohne Spuren im Sand zu hinterlassen, wo es möglicherweise zum Brunnen gekrochen war. Darüber hinaus haben viele berichtet, seltsame Tiere rund um den Brunnen gesehen zu haben, darunter schreckliche, geflügelte Kreaturen, die viel größer als Menschen sind. Andere haben einen üblen, fast unerträglichen Geruch bemerkt, während einige sogar sagen, dass sie seltsame Stimmen und Menschen aus der Tiefe schreien gehört haben. Aber was die Leute vielleicht am meisten beunruhigte, als sie sahen, wie Al-Kindi und sein Team sich darauf vorbereiteten, in den Brunnen hinabzusteigen, war eine Geschichte, die beschrieb, was einem anderen passiert war, der in der Vergangenheit einen solchen Versuch unternommen hatte. Laut den Ortsansässigen beschlossen die Bürger zu einer Zeit, als die Region unter schwerer Dürre litt, ein Seil an einen Mann zu binden und ihn in den Brunnen zu lassen, um nach Wasser zu suchen. Als er hinabstieg, begann der Mann plötzlich vor Angst zu schreien, was dazu führte, dass die an der Oberfläche ihn sofort wieder heraushoben. Aber als sie es taten, fehlte die untere Hälfte seines Körpers. Der Mann war an der Taille abgetrennt worden. Kein Wunder, dass einige Al-Kindi und sein Team baten, den Brunnen nicht zu betreten. Das mag alles sehr dramatisch klingen, vielleicht wie urbane Legenden, die durch Mundpropaganda und Übertreibung über Generationen aufgebaut werden. Abgesehen davon, dass die Idee des Barhut-Brunnens als Brunnen der Hölle tief in das religiöse und historische Gefüge der Region verwoben ist. Zur Zeit des Propheten Mohammed im 7. Jahrhundert nach Christus hielt ein islamischer Gelehrter namens Ibn Abbas Worte des Propheten in einer Reihe von Hadithen fest. In einem dieser Hadithe spricht Mohammed vom Brunnen von Barhut. Das schlimmste Wasser auf der Erde ist das Wasser im Wadi Barhut in Hadramaut. Es ist wie Heuschrecken im Vergleich zu anderen Schädlingen. Es sprudelt am Morgen und ist am Abend ausgetrocknet. In gewisser Weise wurden Mohammeds Worte über den Brunnen wörtlich genommen. Tatsächlich erlangte in der Neuzeit ein Mann namens Amar Hashim Mohammed Osman mit seinen anschaulichen Beschreibungen des Wassers der Region, auf das er stieß, als er den obligatorischen Militärdienst in der Gegend ableistete, eine Art Bekanntheit. Es wurde ein gewöhnlicher Brunnen gegraben, um das Militärgelände mit Wasser zu versorgen. Aber als die Pumpe zum ersten Mal anfing zu arbeiten, um das Wasser zu entnehmen, kam eine schwarze Flüssigkeit wie Teer aus dem Brunnen. Der Geruch war unerträglich, ein übler Geruch nach faulen Eiern. Mir wurde übel von der Schwere des Geruchs. Mindestens 12 Stunden lang konnte niemand das Wasser benutzen.
Während der Geruch nachließ und sich an den Wänden des Teiches, in dem sich das Wasser gesammelt hatte, schwarze Stoffe absetzten. Trotzdem schwöre ich, dass ich vor dem Geruch meiner Kleidung und meinem Körpergeruch nach dem Waschen mit diesem Wasser nicht schlafen konnte. Es ist sicher, dass dieser Brunnen mit derselben Quelle verbunden ist, die das Wasser von Bahut speist und dieselben Eigenschaften aufweist. Andererseits wurden viele Worte religiöser Persönlichkeiten, auch Mohammeds Worte über den Brunnen von Bahut, eher metaphorisch verstanden. Betrachten Sie es einmal so. Für Menschen, die in einer Wüste leben, wäre die Idee eines Brunnens, der Wasser wie Heuschrecken produziert, so ziemlich das Schlimmste gewesen, was man sich vorstellen kann. Wenn Mohammed sagt, dass der Bahut-Brunnen das schlechteste Wasser auf der Erde hat, kann dies als Metapher für den schlimmsten Ort auf der Erde angesehen werden. Diese Idee bildete die Grundlage für die Legende des Brunnens von Bahut. Im 13. Jahrhundert schrieb ein muslimischer Reisender und Historiker namens Ibn al-Mujawir darüber, wie der Bahut-Brunnen entstanden war. Er führte seinen Bau auf den berüchtigten König Shahad bin Ad zurück, der in der Zeit nach der Sintflut Noahs über die arabische Halbinsel herrschte. Für Muslime ist Shaddad als Tyrann und Ungläubiger in Erinnerung und allgemeiner als der Erbauer der legendären verlorenen Stadt Iram, von der viele sagen, dass sie bis heute unter dem Wüstensand begraben liegt, ein Atlantis des Sandes. Laut Ibn al-Mujawir war Shaddad im Zuge der Erweiterung seines Königreiches in den Ostjemen gekommen und hatte ihn öde und ohne Wasser vorgefunden. Deshalb befahl er zwei gefangenen Dschinn unter seinem Kommando, ein großes System von Brunnen und Kanälen zu graben. In der islamischen Tradition sind die Dschinn übernatürliche Wesen, die von Gott aus rauchlosem Feuer erschaffen wurden. Sie haben sowohl die Fähigkeit zum Guten als auch zum Bösen und erscheinen Menschen oft in Tiergestalt, insbesondere als Schlangen und Vögel oder sogar als Menschen, während sie auch ihr eigenes Leben in einer separaten Dimension führen, die als Al-Ghaib bekannt ist. Es waren diese übernatürlichen Wesen, die Shaddad bin Ad angeblich zwang, den Bahut-Brunnen zu bauen. Aber laut al-Mujawir gab es noch mehr. Als viel Zeit vergangen war, schrieb er, fing Shaddad bin Ad an, diejenigen, die eingesperrt werden mussten, an diesen Ort zu schicken, sowohl Menschen als auch böse Dschinn. Aufgrund dieser Geschichte wurde der Brunnen von Bahut in der ganzen Region als Gefängnis für böse Dschinn bekannt, eine Art interdimensionale Station zwischen der Welt der Menschen und der übernatürlichen Welt der Dschinn, wo sie gefangen werden konnten. Das Gebiet wurde sogar Maqam al-Dschinn genannt, der Wohnsitz der Dschinn. Bis heute beschreibt ein lokales Sprichwort den Brunnen von Bahut als einen Ort, an dem erloschene Zungen in kalten Nächten sprudeln, was impliziert, dass die Schreie und Stimmen, die oft aus dem Brunnen zu hören sind, eigentlich die Stimmen von lange eingesperrten Dschinn sind. Im Laufe der Jahre erweiterte sich die Idee des Bahut-Brunnen als Gefängnis von einem Gefängnis für Dschinn zu einer Art Fegefeuer für die Verdammten, ob es nun Dschinn oder Menschen waren. Um die Wende des 16. Jahrhunderts schrieb ein Historiker namens Abu Mahrama aus der Stadt Aden in der Nähe des Brunnens von Bahut ausführlich über die Geschichte der Region. Innerhalb dieser Geschichte gab es eine Geschichte, die von der wahren Natur des Bahut-Brunnens sprach. Es gab einen Mann aus dem Volk von Khurasan, der in Mekka lebte. Er war ein Mann mit vielen frommen Bemühungen in Bezug auf Anbetung und gute Taten, und die Leute legten oft Geld bei ihm an. Ein Mann ließ ihn mit 10.000 Dinar zurück und machte sich auf den Weg. Als er nach Mekka zurückkehrte, stellte er fest, dass der Mann gestorben war. Er fragte die Söhne und die Leute des Mannes nach seinem Geld und sie sagten, »Wir haben keine Kenntnis von ihrem Geld.« Der Mann ging dann zu einer Gruppe von Gelehrten und Entsagenden aus Mekka und beschwerte sich bei ihnen über seine Affäre. Sie wiesen ihn an, dass er am Brunnen von Samsam sitzen solle, bis die Hälfte oder ein Drittel der Nacht vergangen sei. Dann soll er den Kopf darauf richten und mit lauter Stimme rufen, »O Fulan, ich bin Fulan, Besitzer des Geldes,
Was hast du damit gemacht? Der Mann tat dies 3 Nächte lang ohne Reaktion. Er kehrte zu der Gruppe zurück und sagte ihnen, dass nichts passiert sei. Dann sagten sie zu ihm: Wahrlich, wir befürchten, dass dieser Mann unter den Leuten des Feuers ist. Und du musst in den Jemen zu einem Wadi in Aden namens Barhut gehen. Dort würde er einen Brunnen finden, und sie wiesen an, er solle noch einmal seinen Kopf hineinstecken. Wenn ein halbes Drittel der Nacht vergangen sei, solle er dann nach dem Geld fragen. Als der Mann die Anweisung befolgte, antwortete der Verstorbene dieses Mal, dass das Geld in seinem Zimmer, in diesem und jenem Haus vergraben sei, und forderte den Hinterleger auf, nach Mekka zurückzukehren und seinen Sohn zu bitten, es auszugraben. Abu Mahrama schließt die Geschichte mit einer Behauptung ab, die die Moral deutlich macht. Wahrlich, die Seelen der Verschwenderischen stöhnen im Brunnen von Barhut. Und wahrlich, es ist richtig, dass es in Aden ist, wo die Menschen, die ins Feuer verbannt wurden, bis zur Auferstehung wohnen. Dies wurde in den frühen 1900er Jahren von Sheikh Abbas Kumi, einem islamischen Gelehrten und renommierten Interpreten religiöser Bücher und alter Texte, weitergeführt. In einem seiner berühmtesten Werke mit dem Titel Manazil al-Akhira erzählt er eine unglaubliche Geschichte. Eines Tages kam ein Mann in einer Weise in die Gegenwart des heiligen Propheten, dass ihn Angst übermannt hatte und sein Gesicht blass geworden war. Er sagte, er sei Zeuge eines erstaunlichen Ereignisses geworden, das die Ursache seiner Unruhe sei. Auf die Anfrage des Propheten sagte er: Meine Frau hat eine Krankheit, für deren Heilung sie mich bat, etwas Wasser aus dem Brunnen Wadi al-Barhut zu holen. Ich nahm eine Ledertasche und eine Schüssel und ging. Als ich dort ankam, machte mir die unheimliche Umgebung Angst und ich machte mich hastig auf die Suche nach dem Brunnen. Ich fand einen Brunnen und wollte gerade Wasser in den Beutel füllen, als ich das Geräusch von Ketten über mir hörte. Ich hörte eine Stimme, die mich um Wasser bat, denn er starb vor starkem Durst. Als ich nach oben schaute, sah ich einen Mann, der an einer Kette hing, die um seinen Hals gebunden war. Ich war verwirrt, stimmte aber seiner Bitte um Wasser zu. Als ich meine Hand ausstreckte, um ihm Wasser anzubieten, wurde die Kette plötzlich nach oben gezogen und der Mann kam der prallen Sonne ganz nah. Ich war verblüfft und verängstigt und fing an, den Wasserbeutel zu füllen, als ich sah, wie der Mann wieder nach unten geschickt wurde. Er bat mich erneut um Wasser und wie zuvor, als ich meine Hand ausstreckte, um es ihm zu geben, wurde die Kette hochgezogen. Dies geschah 3-mal. Beim 3. Mal hatte ich solche Angst und bin von dort weggelaufen. O Prophet, ich bitte dich nun, mir den Vorfall zu erklären. Der heilige Prophet antwortete: Der Mann, den Sie im Wadi al-Barhut gesehen haben, war kein anderer als der verfluchte Kain, der seinen Bruder Abel gnadenlos ermordet hatte. Er wird im Tal auf die gleiche Weise bestraft. Und am Tag von Kayamat wird er dem lodernden Feuer der Hölle zugeführt. Aufgrund von Berichten wie diesen begann die lokale Tradition, den Brunnen von Barhut als Gefängnis der dunklen Geister und der Seelen der Ungläubigen zu betrachten. Ganz einfach, die Vorstellung vom Brunnen von Barhut als Brunnen der Hölle hatte sich über Jahrhunderte durch religiöse Texte und historische Berichte entwickelt. Es war kein Wunder, dass Muhammad al-Kindi und sein Oman-Höhlenforschungsteam, als sie sich darauf vorbereiteten, in den Brunnen hinabzusteigen, von Ortsansässigen umringt waren, die düstere Warnungen aussprachen. Die Sache ist die, dass al-Kindi und sein Team nicht einmal die erste moderne Gruppe waren, die versuchte, die Tiefen des Brunnens zu erforschen. Im Jahr 2013 brachte die Al-Bayan-Zeitung der Vereinigten Arabischen Emirate einen Bericht über ein Unternehmen namens Desert Line, das versuchte, den Brunnen visuell zu untersuchen. Dem Artikel zufolge wurde ein Mitarbeiter an einem Kran angehängt und mit einer Videokamera in den Brunnen hinabgelassen. In etwa 100 Metern Tiefe begann der Mitarbeiter zu schreien und wurde schnell an die Oberfläche zurückgebracht, wo er behauptete, dass sich die Geometrie der Wände beim Abstieg zu verschieben begonnen hatte und sich ihm näherte.
Der Rest des Teams dachte, dass ihr Kollege vielleicht an Klaustrophobie gelitten hatte und ging, um sich das Videomaterial anzusehen. Doch obwohl genug Licht von der Oberfläche einfiel, um vermutlich gute Aufnahmen zu machen, zeichnete die Videokamera nur schwarz auf. Diese Art von Gerätefehlfunktion ist in der Nähe des Barhut-Brunnens nicht ungewöhnlich. Keine 2 Jahre, bevor Al-Kindi und sein Team ihren Versuch unternahmen, hatte ein lokaler YouTube-Kanal namens Hadramaut eine brillante Idee. Wenn es scheinbar jedes Mal Probleme gab, wenn eine Person in den Brunnen hinabgelassen wurde, warum nicht einfach eine Drohne einfliegen lassen? Die Ergebnisse ihres Versuchs wurden in einem auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichten Video auf verblüffende Weise festgehalten. Zunächst sinkt die Drohne normal ab und ein Blick auf das Innere des Brunnens beginnt sich zu fokussieren. Aber dann stoppt die Drohne plötzlich und beginnt sich unregelmäßig zu bewegen. »Ich kann sie buchstäblich nicht kontrollieren«, sagt der Pilot. »Sie geht zur Seite. Sie geht senkrecht und dann geht sie plötzlich gegen die Wand. Du kannst sie kaum wieder hochbringen.« Als es dem Piloten gelingt, die Drohne zu bergen, stellt er fest, dass ihre Kamera nur wenige Sekunden nach dem Sinkflug eingefroren ist und jetzt überhaupt nicht mehr funktioniert. Das ist, wenn die Dinge beginnen, wirklich bizarr zu werden. Plötzlich dringen seltsame Geräusche aus dem Brunnen, die wie Stöhnen, Heulen klingen. Mit den Worten des Moderators des Kanals: »Jetzt hören wir einige Geräusche, beängstigende Geräusche, Windgeräusche, Geräusche von etwas Seltsamem, um ehrlich zu sein.« Das Video endet damit, dass die Männer sichtlich erschüttert sind und der Moderator verkündet: »Wahrlich, wer hierher kommt, wird Angst haben. Wer auch immer hierher kommt, ich glaube nicht, dass er davon profitieren wird, außer nur einen Blick darauf zu werfen und dann zu gehen.« Würde etwas Ähnliches wie diese Geschichten Al-Kindi und seinem Team passieren, als sie versuchten, in den Brunnen hinabzusteigen? Es ist interessant, dass jemenitische Beamte kurz vor ihrer Expedition ihre Hände von allem zu waschen schienen, was passieren könnte, wenn das Team den Brunnen betritt. Der Direktor der Behörde für geologische Untersuchungen und Bodenschätze der Region, Salah Babhair, gab ein Interview, in dem er skeptisch erklärte: »Er ist sehr tief. Wir haben den Grund dieses Brunnens nie erreicht, da es wenig Sauerstoff und keine Belüftung gibt. Wir haben das Gebiet besucht und den Brunnen betreten, der mehr als 50 bis 60 Meter tief hineinreicht. Wir bemerkten seltsame Dinge im Inneren. Wir haben auch etwas Seltsames gerochen. Es ist eine mysteriöse Situation.« Mit anderen Worten, Bab Khair schien Al-Kindi und sein Team darüber zu informieren, dass sie bereits vergeblich versucht hatten, auf den Grund des Brunnens zu gelangen und dass die örtlichen Behörden keine Schuld tragen würden, wenn die Dinge nicht gut liefen. Mit all dem im Hinterkopf und dem Gewicht der jahrhundertealten Geschichte und Legende auf seinen Schultern atmete Al-Kindi tief durch und begann seinen Abstieg in den Brunnen von Barhut, wobei er sich an einem an der Oberfläche befestigten Seil nach unten abseilte. Zunächst lief alles reibungslos. »Sobald ich die ersten 30 Meter hinuntergegangen war«, sagte Al-Kindi, »konnte ich beginnen, die Details der Höhle und ihrer Formationen zu sehen. Es war ein sehr glücklicher Moment, einfach runterzugehen und die Szene zu genießen. Aber dann gab es ohne Vorwarnung einen scharfen Ruck am Seil und Al-Kindi hörte auf, sich zu bewegen«, und ließ ihn im Dunkeln allein im Brunnen der Höhle baumeln. Nach ein paar Augenblicken merkte er, dass sein Seil nicht lang genug war. Er war bereits an dessen Ende angelangt, ohne den Grund zu erreichen. Ruhig zückte er sein Walkie-Talkie und rief nach einem längeren Seil an die Oberfläche. Als es heruntergeschickt wurde, setzte er seinen Abstieg fort, ging weiter als je zuvor und schaffte es tatsächlich bis ganz nach unten. Sein Körper wurde nicht abgetrennt, die Wände hatten sich nicht geschlossen, er wurde nicht von bösen Geistern angegriffen, noch verschwand er in eine andere Dimension. Stattdessen stand er auf dem Boden einer normalen Höhle. Es gab, in seinen Worten, jede Menge wunderschöner Höhlenablagerungen, darunter Stalaktiten und Stalagmiten, die bis zu 9 Meter hoch werden konnten, und eine unglaubliche Ablagerung von Höhlenperlen. Es gab auch zahlreiche Vögel, Käfer
Kröten und Eidechsen sowie vor allem eine riesige Kolonie unheimlich durchscheinender Schlangen. Aber sie werden dich nicht stören, es sei denn, du störst sie, scherzte Al-Kindi. Von den Wänden der Höhle liefen glänzende Wasserfälle mit klarem Wasser. Weit davon entfernt, erschreckend zu sein, war es in den Worten von Al-Kindi ziemlich spektakulär. Nach Al-Kindi seilte sich auch der Rest seines Teams ab. Und gemeinsam verbrachten sie den größten Teil von 5 oder 6 Stunden mit der Erkundung. Ihre Kameras versagten nicht und sie konnten erstaunliche Fotos vom Inneren des Brunnens machen. Ja, es gab einen fauligen Geruch, aber der kam von verwesenden Tierkadavern, darunter viele tote Vögel. Al-Kindi trank sogar eine Flasche Wasser, das in die Höhle floss, und verkündete später: Ich lebe noch, bevor er hinzufügt: Es ist sehr frisches, ganz normales Wasser. Vor der Rückkehr an die Oberfläche sammelte das Team Proben von Wasser, Steinen, Erde und einigen toten Tieren, mit der Absicht, sie analysieren zu lassen und kurz darauf einen vollständigen Bericht über ihre Funde zu veröffentlichen. Als sie aus dem Brunnen kamen, waren die Ortsansässigen, die an der Oberfläche warteten, fassungslos. Sie bombardierten das Team mit Fragen, die die wagemutigen Entdecker geduldig beantworteten und der Menge sogar Fotos und Proben zeigten. Al-Kindi war fest davon überzeugt, dass er durch den Eintritt in den Barhut-Brunnen Jahrhunderte der Legende an einem einzigen Nachmittag zerstreut hatte. Wie er es ausdrückte: Was wir hier getan haben, halte ich für wesentlich, weil wir die Meinung der Menschen zumindest über einen dieser Orte geändert haben. Nach all den Jahren war das große Geheimnis des Barhut-Brunnens, des Brunnens der Hölle, gelöst worden. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern. Oder was war es? Für einige bleiben Fragen zum Brunnen von Barhut unbeantwortet. Details müssen noch ausgefüllt werden, wodurch das Mysterium lebendig und gesund bleibt. Warum zum Beispiel haben Al-Kindi und sein Team neben denen von Tieren keine menschlichen Überreste im Brunnen gefunden? Die häufigste Erklärung für das zahlreiche seltsame Verschwinden rund um den Brunnen ist, dass Menschen einfach unvorsichtig waren und hineingefallen sind. Wo waren also ihre Knochen? Wenn sie hineingefallen waren, schien es, als hätten sie sich in Luft aufgelöst. Noch wichtiger ist, dass in den Wochen und Monaten, die der Erkundung des Bohrlochs durch das Team folgten, der versprochene Bericht über die entnommenen Proben nie zustande kam. Wenn alles so einfach war, wie das Team es nahelegte, wo war dann der Bericht? Diejenigen, die mehr mit der religiösen Geschichte des Brunnens verbunden sind, gingen sogar noch weiter. Erstens, warum gab es so viele Schlangen? Und da sich die Dschinn angeblich in unserer Welt als Schlangen manifestieren, könnte die Existenz so vieler Schlangen tatsächlich ein Beweis dafür sein, dass es sich um die Wohnstätte der Dschinn handelt. Wenn der Barhut-Brunnen wirklich eine Art Tor zu anderen Dimensionen wäre, ein Gefängnis dunkler Geister, wäre es dann nicht sinnvoll, dass sich dieses Tor öffnen und schließen würde? Dass es nicht immer für menschliche Augen sichtbar wäre? Es gibt jedoch noch etwas anderes. Etwas, das auf die ursprünglichen Worte Mohammeds zurückgeht, dass der Brunnen von Barhut das schlimmste Wasser auf der Erde ist. Ist es möglich, dass wir die Bedeutung von Mohammeds Metapher die ganze Zeit missverstanden haben? In den späten 1800er Jahren gab es kein berühmteres Reiseteam als Theodore und Mabel Band. Jedes Jahr nach ihrer Heirat in Liverpool, England, im Jahr 1877, reisten sie ins Ausland, wobei Theodore Skizzen schrieb und zeichnete und Mabel Fotos machte und Tagebuch führte. Im Laufe der nächsten 15 Jahre dokumentierte das Paar seine Reisen durch Italien und Griechenland, Simbabwe und Äthiopien und anderswo. 1893 sollten sie ihre dramatischste Reise überhaupt antreten, einen Versuch, tief in den Jemen vorzudringen, der den Europäern zu diesem Zeitpunkt noch weitgehend unbekannt war. Auf diesen Reisen näherten sie sich dem Gebiet, in dem sich der Brunnen von Barhut befand. Wie Theodor schrieb: Wir waren in der Tat sehr besorgt darüber, ob wir weitergehen könnten oder zurückgehen müssten,
und ob wir beides sicher tun könnten. Wir wollten direkt am Wadi Hadramaut entlang gehen und Bir Borhut oder Barahut sehen. Ihre Besorgnis war verständlich. Man hatte ihnen alles über den Brunnen von Barahut erzählt. Es ist ein Adit-Brunnen in einer trockenen Wüste und einem düsteren Tal, notiert Theodor in seinen Notizen. Ein Brunnen, dessen Wasser schwarz und stinkend ist, wo die Seelen der Ungläubigen ihre Bleibe finden. Aber da war noch mehr, eine noch unheimlichere Eigenschaft, von der man den Bens erzählt hatte. Masudi spricht im 10. Jahrhundert von ihm als dem größten Vulkan der Welt und sagt, dass er riesige Feuermassen ausstößt und dass sein donnernder Lärm meilenweit zu hören ist. Tatsächlich sahen sie Anzeichen vulkanischer Aktivität, als sie sich dem Gebiet näherten. Auf den Höhen in der Nähe ist viel Schwefel, berichtet Theodor, bevor er unheilvoll hinzufügt, sie betrachten diesen Ort als den Schlund der Hölle. Unglücklicherweise für die Bens war das Gebiet um den Brunnen von Barahut zu diesem Zeitpunkt Teil des Osmanischen Reiches und somit für die britischen Entdecker gesperrt. Sie waren gezwungen, nach Hause zurückzukehren, ohne diesen angeblich großen Vulkan jemals erkundet zu haben. Wenn man heute ihre Berichte liest, könnte man sich fragen, ob dies einfach ein Fall von Mythenbildung von Ortsansässigen war, die von eifrigen Reisenden verschlungen wurden. Oder könnte das Gebiet wirklich die Heimat eines ruhenden Supervulkans sein, ein Höllenschlund, der die Welt bedroht? In der heutigen Zeit ist eines sicher. Das Gebiet um den Brunnen von Barahut ist eine der aktivsten tektonischen Grenzen der Welt. Der Jemen liegt an einer dreifachen Kreuzung zwischen drei tektonischen Platten, die sich ständig voneinander entfernen und neue ozeanische Kruste bilden. Es wurde festgestellt, dass es mindestens 11 holozäne Vulkane im Land gibt und es gibt vulkanische Felsen und Schlackenkegel, die mit Lavaströmen in der ganzen Gegend verbunden sind. Tatsächlich ist bekannt, dass ein Großteil der jemenitischen Küste durch Lavaströme entstanden ist. In der Geschichte der Region hat die vulkanische Aktivität eine herausragende Rolle gespielt. Von Berichten über einen Ausbruch in der Gegend des Brunnens von Barahut im 10. Jahrhundert bis hin zu Berichten, dass ein Vulkan im Jahr 1813 noch rauchte. Auch in der Neuzeit sind Ausbrüche an der Tagesordnung, unter anderem im Jahr 2007, als eine Insel vor der Küste des Jemen in Brand gehüllt und dann verschwand, wobei eine Reihe von jemenitischen Soldaten getötet wurde, die dort stationiert waren. Und im Jahr 2011, als ein anderer Ausbruch vor der Küste des Jemen fast einen Monat andauerte und eine völlig neue Insel im Meer schuf. Ist es wirklich möglich, dass inmitten all dieser vulkanischen Aktivitäten ein schlafender Supervulkan liegt, der eines Tages ausbrechen könnte? Vielleicht meinte Mohammed das wirklich, als er sagte, dass der Brunnen von Barahut das schlimmste Wasser auf Erden habe. Das schlimmste Wasser? Eine Metapher für einen Vulkanausbruch, der die Erde buchstäblich zerstören konnte. Vielleicht ist der Brunnen von Barahut wirklich ein Höllenbrunnen, also ein Supervulkan, der die Welt in eine lebendige Hölle verwandeln könnte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Wenn Sie neu hier sind, abonnieren Sie gern den Kanal und klicken Sie auf die Glocke daneben, um in Zukunft nichts zu verpassen.